Ja, bei denen du zweimal hinschauen musst. Nein, die Mülltonne schwebt nicht. Da ist einfach nur ein dunkler Fleck davor. Man könnte denken, dass das Kind dünne Beine hat. Es hat aber einfach nur eine Popcorn-Tüte in der Hand. Wow, was ist denn hier los? Es ist einfach nur der Baum umgestürzt und der Mann stürzt sich darauf ab. Oder der Mann ist umgestürzt und der Baum stürzt sich darauf ab. Hä? Da waren Profis am Werk. Für diese Leiter braucht man ein bisschen Skill. Dieses Klo ist bestimmt gemütlich. Und wie öffnet man das genau? Wenn du hier raufkommst, kriegst du erstmal eine Tür ins Gesicht. Der Konstrukteur hat hier ein kleines Jump'n'Run eingebaut. Ich glaube, das funktioniert nicht. Und auch hier wurde wieder ein kleines Jump'n'Run eingebaut. Die mir den innerlichen Frieden schenken. Ich will das Eis gar nicht essen. Der Farbübergang ist einfach perfekt. Die Wassertropfen sind so schön aufgereiht. So befriedigend sieht das bei mir nie aus. Hier hat die Natur Farbübergänge durchgespielt. Diese Stifte sind so perfekt ineinander gereiht. Deshalb sind Straßenschilder wichtig. Hunde dürfen hier nicht aufs Klo gehen, aber Radfahrer schon. Okay, ich gehe ja schon woanders hin. In diesem Straßennetz brauche ich, glaube ich, auch Glück. Ich weiß ja nicht, ob das ein Biber ist. Das muss wohl eine sehr aggressive Schule sein. Okay, ich glaube, er mag keine Kinder. Was ist denn hier passiert, dass es dieses Schild gibt? Diesen Bildern waren echte Profis am Werk. Diese Tür wurde echt klug platziert. Hier musst du zum Klo klettern. Der Zug muss hier einen kleinen Jump machen. Ich glaube, das ist ziemlich bitter, wenn es am Schluss nicht passt. Dieses Bild macht mich sehr aggressiv. Immerhin kann man die Tür noch öffnen. Ich glaube, hier wurden die Kabel und Rohre ein bisschen vertauscht. Sind diese Witze ehrenlos? Wie ärgert man ein blindes Kind? Einfach mal ein paar Sitzgelegenheiten umstellen. Ja, also der geht noch. Schwarzer Humor ist wie Essen. Hat nicht jeder. Der ist vielleicht schon ein bisschen ehrenlos. Mama, ich habe eine 6 geschrieben und bleibe sitzen. Darauf die Mutter. Macht nix, hast eh Krebs. Wow, das ist genug für heute. Diese Bilder verwirren dich. Das Gesicht von ihm ist verpackt. Eine Hand ohne Körper berührt einfach seinen Kopf, währenddessen er schläft. Das ist doch absolut creepy. Diese Katze hat wohl einen Traum. Und dieser Mann hier schwebt einfach ohne Füße. Hauptsache, er hat einen fetten Fisch geangelt und freut sich darüber. Diese Bilder schenken mir den innerlichen Frieden. Dieser Sandstreifen ist einfach perfekt. Wie kann das so perfekt übereinstimmen? Irgendwie bekomme ich aber auch Angst davon. Ein Meisterwerk der Natur. Warum sieht das Eis so clean aus? Findet ihr auch, der Stein sieht aus wie ein Adler? Ich liebe dieses Bild einfach nur. Wieder ein perfekter Moment. Der musste auch einfach mal raus. Der Hund ist in der Seifenblase gefangen. Warte, wo ist ihr Kopf? Ihm schmecken seine Kameraden. Wie perfekt willst du etwas timen? Jo, wer ist er denn? Was ist mit dem Mann und der Frau passiert? Hier wurde Tarnung durchgespielt. Die mir den innerlichen Frieden schenken. Diese Spur im Schnee ist einfach nur absolut perfekt. Derjenige, der das hier gebaut hat, braucht eine Auszeichnung dafür. Der Schnee ist einfach perfekt geformt von der Natur. Hier traue ich mir gar nicht, eine Flasche rauszunehmen. Warum kann nicht einfach jedes Waschbecken so sein? Bilder sind besonders. Derjenige, der das hier gebaut hat, mag auf jeden Fall keine Kinder. Das Kind beschreibt das auch ganz gut. Zum Glück werden nicht nur Kinder, sondern auch Radfahrer gehasst. Er hätte doch nur noch ein Fenster so machen müssen wie alle anderen. Und ich dachte, mein Balkon braucht einen Zugang. Aber das ist ja anscheinend nicht mehr so. Hier wird Sicherheit großgeschrieben. Und deshalb auch so eine gute Überwachung. Ein perfekter Moment. Er hat auf jeden Fall Spaß im Hintergrund. Das wird in ein paar Sekunden ziemlich wehtun. Er hatte absolut keinen Bock, am Bild zu sein. Ist der Ball schon im Gesicht drinnen? Die andere hat auf jeden Fall noch Spaß. Sie gibt wirklich alles für ihr Team. Einen perfekten Moment. Er hat wohl die Landebahn verfehlt. Dieser Konstrukteur mag keine Kinder. Diesen Geburtstag können nur noch die Geschenke retten. Ich glaube, ihr Gesichtsausdruck sagt alles. Der Junge hat auf jeden Fall noch sehr viel Spaß. Das könnte ein Bauchfleck werden. Ich glaube, er hat absolut keinen Bock mehr. Einen perfekten Moment. Das wird wehtun. Er hat High Five ziemlich ernst genommen. Diese Katze ist einfach unendlich lang. Und seine Lieblingsübung ist Flugzeuge heben. Er hat keinen Bock, auf seinen Füßen zu stehen. Der Typ genießt den Moment gerade. Den Hund geht's bald nicht mehr so gut. Vor allem seinen Fuß. Ich glaube, die Katze ist jetzt extrem verwirrt. Auch deshalb ist Fußball die beste Sportart. Okay, das hier ist schon ziemlich ehrenlos. Lieber nochmal nachschauen, ob noch alles da ist. Ich glaube, das hier sind die Kreisliga-Tormänner. Dieses Bild kann zu Verwirrung führen. Aber auch dieses Bild verwirrt mich irgendwie ein bisschen. Und Arschbohrer bekommt jeder einmal. Auch im Fußball.